Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen gerne die Geschichte einer sehr kleinen Gesellschaft, einer sehr jungen Gesellschaft und einer auch am Anfang sehr kleinen Zeitschrift berichten und warum wir durch den Übergang auf Open Access einen wesentlichen Gewinn hatten, und zwar nicht nur hinsichtlich des Journal Managements, wie das genannt wurde, sondern auch für die Entwicklung der Gesellschaft und des Themas, um das es geht insgesamt. Die Gesellschaft für medizinische Ausbildung ist jetzt knapp 40 Jahre alt, die Zeitschrift etwa 30 Jahre alt, und ich kann Ihnen den aktuellen Stand, die 1 ist eine Zahl, das ist eigentlich eine 7, also 975 Mitglieder, das wird Bedeutung noch bekommen, wie Sie gleich sehen werden, sodass wir demnächst wahrscheinlich die Zahl 1000 überschreiten werden. Aber begonnen hat das alles mit einer Mitgliederzahl, die absank und unter 200 lag, trotz einer Zeitschrift. Nun, die Zeitschrift wird... Hat natürlich auch eine Internetseite, das ist jetzt die neuere Version, und wir haben dadurch natürlich die Möglichkeit, über den vollen Zugriff auf unsere Zeitschrift unter der Rubrik Publizieren alles anzubieten, die Zeitschrift selber, auch den direkten Zugang. Also das ist irgendwie jetzt doch ein bisschen, das alles Dinge, die da nicht so richtig reingehören. Weil witzigerweise auch diese Seite wird nicht aufgegriffen. Jedenfalls gibt uns diese Zeitschrift, diese Internetseite die Möglichkeit, alle Möglichkeiten der Seite, weil sie uns, der GMA, nämlich selber gehört als Name und auch... So, ich glaube, das wird jetzt gleich dann vorbei sein, wenn wir diesen schrecklichen Teil überstanden haben. So, nun ganz kurz noch, ich komme gleich nochmal auf diese Internet- und Webseitenpräsentation zurück. Die erste Ausgabe war also im Selbstverlag gewesen, hieß damals Medizinische Ausbildung, und Band 1 bis 14 gingen soweit. 1998 wurde das dann als Supplement zu Das Gesundheitswesen im Thieme Verlag publiziert. Eine Phase, in der man sagen muss, dass bei damals, wie gesagt, absinkender Mitgliederzahl unter 200, das den Verein quasi ruiniert hat und hätte. Und wir also immer, der damalige Vorsitzende der Gesellschaft, sehr stark in der Industrie Gelder einwerben mussten, um überhaupt das einigermaßen am Leben zu halten. Und es war ganz klar, dass damals, als dann wir im Jahr 2003, 2004 beim Wechsel des Vorstands der GMA, der Gesellschaft für medizinische Ausbildung, überlegten, wie wir das Dilemma beseitigen konnten, wie wir also einerseits die Mitgliederzahl steigen konnten, wie wir auch eine eigene Zeitschrift wieder finanzieren konnten, ohne ständig uns abhängig zu machen von externen Einflussnehmern, haben wir dann damals den Kontakt mit dem Konsortium aus DIMDI, ZBMED und AWMF aufgenommen. Und ich muss gestehen, dass das damals, da war die Zeit natürlich noch ganz anders, da war Open Access noch viel, viel unklarer, als das heute der Fall ist. Niemand wusste im Grunde genommen, was Open Access eigentlich wirklich ist. Und auch heute sehe ich, dass der Begriff Open Access durchaus noch einer Definition bedarf. Und dass viele glauben, nur wenn man es ins Netz stellen darf, dass das dann Open Access ist. Aber der Open Access Vertrag, das können Sie vielleicht viel besser noch sagen, aber beinhaltet ja auch unter anderem, dass der Autor die Rechte auf seine Produkte behält und nicht abgibt. Und wenn Sie mal einen Vertrag mit irgendeinem Buchverlag oder einem Zeitschriftenverlag unterschrieben haben, dann kommen Sie sich richtig unanständig vor, was das geistige Eigentum derjenigen betrifft, die das eigentlich machen. Und deshalb war es so, dass ich damals als neuer Vorsitzender mich sehr stark dafür gemacht habe, wir mehrere Gesprächsrunden dann hier in Köln hatten und schließlich dann auch die Gesellschaft davon überzeugt werden konnte, dass es günstig gewesen ist, in dieses Konsortium einzutreten. Damals wurde das noch von der DFG auch subventioniert. Das ist aber inzwischen natürlich vorbei. Und es ist dann so, dass ich will jetzt lieber
diese Gesellschaftsseite nicht wieder aufrufen, weil die aus irgendeinem Grunde nicht funktioniert, sondern damals noch mal darauf hin, auf den Gesellschaftsvertrag, den wir abgeschlossen haben, in dem einfach festgelegt wurde, welche Rechten und Pflichten der GMS-Verlag und als Verleger und die GMA als Gesellschaft, Besitzer der Zeitschrift bzw. des Namens auch und vor allen Dingen Herausgeber hatte. Und es hat sich damals herausgestellt, dass die, ich glaube, so kann man das wieder zurück, ja, jetzt scheint es sogar zu funktionieren. Und dieser Vertrag, der sehr klare Zuständigkeiten definiert hat, der hat dann sehr schnell auch dazu geführt, dass erstens diese Artikelzuweisung an die Zeitschrift deutlich zunahmen, allerdings fast ausschließlich aus dem deutschen, österreichischen, Schweizer Bereich. Wir sind eine deutsch-schweizer-österreichische Gesellschaft, keine deutsche, nur eine deutschsprachige Gesellschaft. Und wir haben dann, nachdem so am günstigen Zeitpunkt, nachdem es so schien, dass das auch ging, einen Medline-Antrag gestellt, sind Mitglied in Medline geworden, werden in PubMed auch annonciert und wollten dann natürlich auch bald einen Impact-Faktor bekommen, den wir natürlich damals auch nie bekommen hätten, ohne diese Entwicklung. Dieser ist dann vor einem Jahr etwa abgelehnt worden, und zwar auf der Basis einer fehlenden Internationalisierung, an der wir im Augenblick sehr stark arbeiten. Wir werden also unsere Herausgeberschaft sehr stark international basieren. Wir haben jetzt inzwischen 8 Zusagen von Kollegen aus der ganzen Welt, die uns da unterstützen werden. Und wir werden auf diese Art und Weise den Anforderungen von Reuters genügen müssen. Das ist offensichtlich noch nicht der Fall, obwohl die Zugriffsrate, die Zitationsrate ständig auch zunimmt. Nebenbei bemerkt, wir hatten schon ganz früh, sehr schnell, riesen Zugriffsraten, die also bald über 100.000, 120.000, 140.000 gingen, bis dann sich herausstellte, dass dabei auch eine ganze Menge von Zugriffen waren, die gar nichts mit dem Artikel zu tun haben, sondern sogenannte Suchhunde, Automaten. Und bei Ihnen kann ich schon jetzt voraussagen, wenn das gefilterte, das sind gefilterte. Alle Achtung, das ist also riesig, denn bei uns ist das also tatsächlich so, dass wir das nicht ganz erreichen. Und wir haben, ich hoffe, dass, ja, und ich will Ihnen nur noch mal ganz kurz die Zeitschrift, wie sie jetzt aussieht, präsentieren. In dieser Zeitschrift wird also jeder Artikel und jede Autorenschaft, auch was das Copyright betrifft, beim Autor gelassen. Es ist so, dass jeder Artikel frei zugänglich ist. Es ist gleichfalls so, dass wir die komplett finanzieren. Wir haben auch einen Jahresbeitrag von 60. Meine Kollegen haben sich immer schon amüsiert, wenn ich bei jeder Sitzung immer gefragt habe, wie ist denn der Mitgliederstand, weil uns natürlich und mir vor allen Dingen klar war, dass die Finanzierung nur dann sichergestellt werden war, wenn wir ausreichend genug Mitglieder hatten. Und die Zahl war wichtiger als der Mitgliederbeitrag, denn der würde ja eher abgelehnt werden. Also wir haben jetzt doch mit einem sehr niedrigen Mitgliedsbeitrag eine volle Kostendeckung erreicht. Und es ist so, dass jedes Mitglied selbstverständlich Zugang zu diesem Zeitschrift, aber auch jeder andere natürlich. Aber wir haben den Autoren, die Mitglied in der GMA sind, weiterhin die Kosten freigestellt. Die zahlen also gar nichts dafür. Das macht alles unser Redaktionsbüro, was entscheidend war, unser eigenes Redaktionsbüro, dass wir das überhaupt so machen können. Und es ist so, dass Autoren, die nicht Mitglied sind, 200 Euro derzeit bezahlen für die Arbeiten, die damit zusammenhängen. Das ist auch ohne Probleme akzeptiert worden, und es publizieren eine ganze Reihe von Nichtmitgliedern inzwischen. Allerdings ist die Publikation aus internationalen Instituten immer noch gering, und daran arbeiten wir im Augenblick natürlich sehr viel. Ich will jetzt nur noch mal darauf hinweisen, dass wir natürlich ein Archiv haben, also alle Möglichkeiten, die man sehr, sehr einfach und zeitsparend verwenden kann. Und die Besonderheiten, die sich im Zuge der Jahre, seitdem wir auf Open Access zusammen mit der GMS übergegangen sind, haben folgende Besonderheiten gebracht, die wir damals schon für wichtig halten und die sich voll bestätigt haben. Erstens, die Herausgeberrechte sind bei der GMA. Das kann man natürlich auf andere Art und Weise machen, die sind bei der GMA. Die Autorenrechte sind bei den Autoren. Die Zusammenarbeit und die Kosten
für die GMA sind niedrig, weil es eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen dem GMS-Redaktionsbüro und dem GMA-Redaktionsbüro gibt. Es gibt da eine gestaffelte Möglichkeit, wie man sich aus der Fachgesellschaft heraus da engagieren kann. Wir haben eine sehr erfahrene Dame in unserer Geschäftsstelle, die gleichzeitig auch das Reduktionsbüro leitet und die arbeitet, ich glaube, Frau Haas und alle können das bestätigen, nach wie vor ausgesprochen kongenial zusammen, macht aber so viel Arbeit, dass die Kosten für uns erheblich reduziert werden konnten. Und das ist einer der Gründe, weshalb wir völlig unabhängig von irgendeiner Industrie oder anderen Gesellschaften sind oder gar der Politik. Wir sind dann sehr bald auf Zweisprachigkeit übergegangen. Das war ein großes Anliegen, sodass wir jeden Artikel in Englisch und Deutsch sprechen, denn Sie können sich vorstellen, eine Entscheidung in einer Ausbildungsgesellschaft, medizinische Ausbildung auch noch dazu, wo so viele Kontexte und bestimmte Konnotationen nur in der deutschen Sprache wirklich vermittelt werden können, können wir nicht einfach aufs Englische gehen. Und deshalb sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir Deutsch und Englisch publizieren. Und so wird jeder Artikel, in der Regel werden die in Deutsch eingereicht, dann ins Englische übersetzt. Und diese Zweisprachigkeit ist ebenfalls, hat sich ausgesprochen gut etabliert. Dann war für uns damals auch wegen der didaktisch wichtigen Präsentationen, dass wir also praktisch Audio- und Videodateien in beliebigem Umfang in Anhänge einbauen können und diese dann auch sofort der Welt zur Verfügung stellen können. Das war ebenfalls eine wichtige Sache, denn wir haben natürlich eine limitierte Seitenzahl in 4 Ausgaben pro Jahr und da sind solche Anhänge oftmals dann natürlich sehr hilfreich, weil diese dann nicht gedruckt werden, denn die Zeitschrift wird sowohl gedruckt als auch online publiziert, wobei die Mitglieder nach einem letzten Beschluss für den Wunsch, sie gedruckt zu bekommen, 27 Euro im Jahr dazu bezahlen müssen, weil das eben doch nicht ganz kostenneutral zu realisieren ist. Die Archive, die Suchfunktionen sind natürlich von großer Bedeutung und das ist das, was ich an der Stelle noch einmal sehr deutlich sagen möchte. Diese Art und Weise, wie die Zeitschrift zusammen mit der GMS in der Gesellschaft, mit allen Mitgliedern, aber auch anderen Unterstützern entwickelt wurde, hat eine sehr starke Zusammenführung gebracht und eine sehr starke Vernetzung, die wir auf andere Art und Weise wahrscheinlich nicht so gut hätten hinkriegen können. Vielleicht nochmal die Zugriffe, das sind jetzt die Zugriffe seit 2010 und zwar getrennt nach der GMS, nach den GMS-Seiten, das sind gefilterte Zugriffe und dann schließlich auch nach PubMed Central, wo wir ja seit 2011 dann auch drin sind. Das gibt es so Unterschiede und in der Summe sind das etwa 12.000 Zugriffe pro Jahr. Das ist natürlich nicht vergleichen mit Ihrer Zeitschrift, aber die ist eben halt, hat natürlich auch ein anderes Thema. Medizinische Ausbildung hat sehr immer noch zu kämpfen. So, dann bin ich auch schon am Schluss. Die Top 10, die kann ich mir ersparen. Oder mache ich es vielleicht doch noch schnell. Man kann also auch sich natürlich das alles dann frei abrufen. Das geht also sehr gut. Wir kriegen die Daten immer sehr schnell von der GMS. Wie gesagt, es ist Open Access viel mehr als ein erfolgreiches Journal Management und wir sind ausgesprochen zufrieden und glücklich mit dieser ganzen Entwicklung. Dankeschön.